Hallöchen, meine Lieben, Servus, Ciao, ich grüße euch ganz herzlich. Wir wollen mal gucken, was aus der EU wird. Was sagen denn da die Karten? Mal abgesehen davon, dass sie alle gleich schon springen wie die Weltmeister. So. Schauen wir mal. Also Gegenwart, die zwei Schwerter und die fünf der Stäbe. Ja, sie sind gegenwärtig im Blindflug unterwegs. Sie haben sich so dermaßen total verzettelt, ja, dass sie tatsächlich blind sind, auch für das, was die Menschen wollen. Sie haben sich verheddert in einer unglaublichen Bürokratie, in merkwürdigen Regelungen, Geboten, Verboten, vor allem Verbote. Sie sind blind für die Belange der Menschen auch. Also das wollen sie gar nicht sehen und das können sie auch nicht sehen, weil sie bestimmte Ziele verfolgen, die nicht im Interesse der Menschen sind und nicht im Interesse der Länder erfolgreich zu sein. Hier folgt man blind irgendjemandem im Hintergrund. Sie sind Marionetten und ein anderer ist der Marionettenspieler. Und es geht ab in Brüssel. Es ist ein Gerangel und Gezeter, Streitereien und Diskussionen, weil nicht alle an einem Strang ziehen. Wir wissen das alle, so wie der ungarische Präsident. Ja? Und wenn man sich mal Reden anschaut, die in Brüssel stattfinden, im Parlament. Schaut euch das gerne über YouTube an, ihr werdet da schon fündig. Da kann man mehrere sehr kritische Stimmen hören, die nicht bereit sind, den bisherigen Weg weiter mitzutragen. Da werden schon auch Sachen ganz klar angesprochen. Da wird auf Fehlverhalten, Fehlregulationen und Irrwege klar hingewiesen. Und das führt natürlich zu Unfrieden und Gerangel in Brüssel. Gegenwart. Der Übergang. Der König der Kelche und der Page der Münzen. Hier bringen viele, kriege ich rein, viele jetzt auch ihr Gefühl mit ein. Die Gefühle in den vor Ort sitzenden Politikern, also in Brüssel sitzenden Politikern, werden so stark. Das hängt dann natürlich auch damit zusammen, welche Ehre trägt man in sich, welches Gewissen trägt man in sich, welche eigene Moral und Ethik. Die Gefühle werden so stark, dass immer mehr Politiker in Brüssel das, was da abläuft, jetzt noch nicht mehr mitgetragen werden kann. Hier meldet sich das Gewissen bei dem einen und anderen und sagt, nein, bis hierher und nicht weiter, ich mache das nicht mehr mit. Ich kann das nicht mehr verantworten, ich kann morgens nicht mehr in den Spiegel schauen, ich bin mir selbst da nicht mehr treu. Die Gefühle werden unglaublich maßgeblich, maßgeblich entscheidend und wichtig in den
Übergangsphasen oder für die Übergangsphase. Hier kommt das Gewissen rein. Hier kommt Moral und Ethik wieder herein. Und dann kommen auch ein Haufen Angebote in dieser Übergangsphase, die wertvoll sein können, die auch wieder wertschätzend sind. Also hier wird dann auch wieder vieles vorgeschlagen, was ausdrückt, dass man auch die Menschen in den jeweiligen Ländern wertschätzt und als wertvoll erachtet und dass der Mensch das A und O ist, dass ein Land erfolgreich sein kann. Denn es braucht ja immer das Wirken, das Arbeiten der Menschen. Also hier kommen viele Angebote dann auch rein, die überaus positiv sind. Also, Gefühle werden unglaublich wichtig sein für die Übergangsphase. Das ist das, was den Wandel so richtig anschiebt. Und dann kommen gute Angebote rein. Hier haben wir auch die Natur. Also da geht es dann tatsächlich auch wieder in eine wertschätzende Richtung für die Natur und zwar in einer sinnvollen Art und Weise. Und nicht so wie jetzt in einer grünen Ideologie, wo man mit weiteren Verboten, zum Beispiel für die Landwirte, alles noch schlimmer macht. Auch für die Natur, gerade für die Natur. Die Zukunft. Jawohl, die 10 Schwerter und der Ritter der Schwerter. Das ist das vollständige Ende der EU. Die Lügen hören auf, die Gedanken und Ziele, die Bürokratie. Dieser ganze Wahnsinn, Macht, Ehrgeiz, das alles endet hier. Es ist das vollkommene Ende. Etwas, ja, hat ausgedient, hat sich selbst überlebt, hat alles durchdrungen und endet jetzt. Und mit dem Ritter der Schwerter endet tatsächlich diese galoppierende, alles überrennende, viel zu, wie soll ich denn sagen, viel zu stürmische Aktionismus. Das kalte Rational ohne Herz und ohne Wärme endet. Und man verschafft sich dann erstmal einen neuen Überblick und möchte mit diesem Überblick auch eine Weitsicht bekommen. Ja, meine Lieben. Ich finde das nicht schlecht. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Tschüss.